feiern wir den 200. Geburtstag von Hans Christian Andersen, wie es sich gehört, mit einem märchenhaften Thema. Und nun blättern wir um zum Wetter mit GMF. Heute versorgte ein Hoch weite Teile Europas mit viel Sonnenschein. Tiefdruckwolken erreichten Westfrankreich. Diese breiten sich morgen landesweit aus. Häufig prasselt Regen. Trocken bleibt es nur zwischen dem Elsass und dem Zentralmassiv. Über Deutschland dominiert morgen wieder die Sonne. Nur im Westen tauchen einige Wolken auf. Schauer sind eher selten. Am Alpenrand sinken die Tiefstwerte heute Nacht auf 2 Grad. In der Kölner Bucht liegen sie bei 9 Grad. Ein herrlicher Frühlingstag mit Werten von 16 bis 20 Grad steht bevor. Die Nacht in Frankreich bringt etwas Regen mit sich bei 5 bis 11 Grad. Tagsüber überraschen häufig Schauer bei 14 Grad in Brest und 20 in Lyon. Das schöne Wetter verzieht sich morgen gen Osteuropa. Den Westen und die Mitte des Kontinents bedecken nun dicke Wolken. Über Sonnenschein und 4 Grad plus freut sich Moskau. In London prasselt Regen bei 13 Grad. Der Dienstag fällt ins Wasser. Die Temperaturen ziehen sich auf 8 bis 15 Grad zurück. Am Mittwoch folgt Regenwolkennachschub. Zum Trost wird es einen Tick milder. Das war der Wetterbericht mit GMF. Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Das passiert mir immer wieder. Und ich ärgere mich dann tagelang. Ich hasse mich dafür. Und wenn ich die Menschen dann darüber reden höre. Immer wieder passiert mir das. Immer wieder verpasse ich das Beste. Ich kann Ihnen helfen. Testen Sie jetzt das Arte-Magazin. 0180 530 10. Drei Hefte für nur 2,80 Euro. 0180 530 10. April. Arte hat Frühlingsgefühle. Wir sprechen über Evolution und Sex und über das Reich der Mongolen. Feiern Friedrich Schiller und erforschen das Rätsel der Nacht. Stellen einen Chor auf den Kopf und lernen bei den Spitzenköchen. Kosten die Droge Billie Holiday, reisen mit Sherlock Holmes und lauschen Stravinskys Nachtigalle. Arte im April, da blühen sie auf. Arte, so habe ich das noch nie gesehen. Montag. Selbstbewusst, natürlich, stark, rebellisch, neugierig, sinnlich. Kämpfen, lieben, erobern, revolutionieren, erfinden. Lola, das Magazin von Frauen für Frauen. Mit Frauen über Frauen. Lola, mit Amy von der Maiklo-Kiss. Montags um 14.45 Uhr bei Arte. Und nun entfaltet sich der Zauber der Märchen. In Thema. Als Kinder haben wir sie geliebt und auch als Erwachsene lassen sie uns nicht los. Die Märchen und ihr Zauber halten uns gefangen. Die Suche nach dem Prinzen und der Schönsten im Land, die Frage nach dem Schlüssel zum Glück und der Traum vom besseren Leben. Ihre Geschichten und Motive begleiten uns auch im wahren Leben. Harmlos fängt es an. Ein Großvater liest einem kranken Jungen eine Geschichte vor. Es war einmal. Und unversehens befinden sich beide im Strudel wilder Verfolgungsjagden, bei Fechtduellen, Riesen und Zauberern und in einer wunderschönen Liebesgeschichte. Lassen Sie sich fesseln von unserem farbenprächtigen Märchenfilm, natürlich auch für Erwachsene. Er war der Märchenmann, Hans Christian Andersen. Über 160 Märchen flossen aus seiner Feder. Im wahren Leben entwickelte er sich vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan, immer auf der Suche nach Liebe und Erfüllung, immer auf Reisen.
Warum lassen uns die Märchen nicht los? Was ist ihr Geheimnis? Ist es unsere Sehnsucht nach einem märchenhaften Leben? Oder ist es die Erkenntnis, dass der Weg das Ziel ist und Prüfungen ein Bestandteil unseres Lebens sind? Mehr Lust auf dieses Thema? Weitere Informationen bei uns im Internet. Tauchen Sie nun ein in unsere märchenhafte Geschichte auf der Suche nach der Braut des Prinzen.